Nachdem den Leim halt etwas dünner machen. Mhm. Dass man den überhaupt da reinbekommt. So ein bisschen verdünnen. So vielleicht. Ja. Okay. Muss man so ein bisschen pumpen, ein bisschen Druck drauf geben. Nicht zu fest, aber ein bisschen, dass der Leim hier hineingeht. Einfach das noch so ein bisschen optimieren. Mit der Zange ziehe ich den Steg ein bisschen weg und mit dem Daumen drücke ich die ein bisschen auf die Decke. Und jetzt sieht man schon, wie der Leim so ein bisschen reingeht. Mhm. Siehst du? Ja, ja. Genau. Aber was für Grund ist? Grund trotzdem Feuchtigkeit, oder? Nicht unbedingt. Das kann auch einfach mal vielleicht einfach zu wenig Leim an der Stelle beim Steg aufleimen oder die Zulage war nicht. Es muss jetzt noch eine Zulage rein von innen, dass die Zulage nicht richtig positioniert war. Ach so. Und dann eher sowas. Klar, also
Jetzt bei der, wo der Steg ganz runtergekommen ist, kann es schon sein, dass es einfach auch mit der Trockenheit zusammenhängt. Aber das dürfte trotzdem nicht passieren, dass er ganz runterfliegt. Ich kann dir jetzt mal ganz kurz zeigen, wie die Schablone dann drin sitzt. Das sieht man nicht so. Moment. Ja. Ich mach's mal so mit Licht. So. Kann man dann sehen, wo die Zulage sitzt. Mhm. Da sind die Streben. Also man kann es vielleicht auch hier durch dieses Schaller kann man reinfilmen. Vielleicht sieht man es da auch ein bisschen. Muss ich dann Parameter von dieser Zulage aufnehmen? Was ist es denn für ein Modell? Aha, jetzt weg. Ja. Okay, und dann kommt schon noch. Klops hier drauf. Eine Zwinge braucht man halt natürlich dafür. Mhm. Also eine reicht schon, oder? Mhm. Und man sieht, dass es den Leim jetzt noch ausdrückt. Ich habe ihn vorher schon weggewischt. Aha. Das müsste jetzt eigentlich passen dann. Dann kann man das noch mit einem nassen Schwamm oder einem nassen Lappen gleich ein bisschen sauber machen, Damit die Leimreste weg sind. Genau. Und dann auf jeden Fall einen Tag oder über Nacht am besten eingespannt lassen, bevor man wieder Saiten aufzieht. Okay. Genau. Also, und wie muss man richtig stellen? Einfach von oben oder ein bisschen? Man geht ja quasi so durch Schaller rein. Da kommt sie hier rein und dann muss man sie in eine Richtung schieben, dass sie sich automatisch festklemmt. Im Normalfall nach hinten. So. Mhm. So. Und dann nach hinten schieben und dann hält die von selber. Okay. Also. Alles klar. So nach hinten schieben. Und dann klemmt sie. Okay.